Wieso kommt das eigentlich immer wieder rein? Wird doch langweilig. Der musste raus. Oh, alle drin. Echt jetzt? Um ehrlich zu sein, die kennt doch niemand. Die kennt doch niemand, diese zwei Skins. Wenn man nicht Street Fighter gespielt hat, dann weiß man doch gar nicht, wer das ist. Klar, die sind von Street Fighter, aber soll die kennen? Rio und Yu, Li oder wie die heißt, kennt man ja. Die würde ich auch noch kennen, aber kenne ich. Wenn du mal einen richtigen Skin reinbringen willst von Street Fighter, was ist mit Akuma? Bring den mal rein. Den würden sich safe alle holen, weil er echt geil aussieht. Und eine geile Background-Story hat. Aber doch nicht die, wirklich. Stile. Unterdrücke. Würde ich mir ja holen, aber viel zu teuer, 2000. Deswegen kommen auch keine legendären Skins so wirklich mehr in den Shop. Die müsste dann als Paket kommen. Mit Pickaxe und Lackierungen. Dann würde sich das vielleicht noch lohnen. Meine Güte, das neue Teil ist drin. Ich müsste zur Eisreihe gehören, das auch. Und das nicht zur Eisreihe gehört, verstehe ich nicht.
Jo, was ist denn heute alles drin? Alles reingeschmissen. Alles reingeschmissen. Soll es darstellen? Kratos Spitzhacke nur in verdammt groß? Ja, wahrscheinlich schon. Was ist das für ein Shop? Das ist echt langweilig. Schon wieder die Superhelden. So, ihr wisst Bescheid, ne? Ihr wisst Bescheid mit den Superhelden, das dauert viel zu lange, deswegen springen wir direkt hier rüber. John Cena noch drin, Leeboy James, Sommerlieblinge, oh. Bär kuschelig Paket. Oh Gott, das kann ich ja fast gar nicht aussprechen. Das noch drin, das ist noch drin. Die sind noch drin. Ja, heute ist alles durcheinander geschmissen. Alles so schon mal gesehen.